Ich möchte Ihnen, oder wir möchten Ihnen Gedichte vorlesen von mir. Ich lese meine Gedichte auf Französisch. Ila von Dach liest sie auf Deutsch. Sie hat sie übersetzt und dann haben wir sie zusammen angeschaut, weiter übersetzt. Und ja, es ist ein Gedichtband, der ist vor 3 Jahren erschienen. Der heißt Ne retournez pas la pierre, dreht den Stein nicht um. Er ist in 4 Teile gegliedert. Untertitel ist nicht Poème oder Poesie, sondern Romaisie, ein Wort, das ich erfunden habe. Auf Deutsch haben wir es auch übersetzt mit Romaisie. Es klingt da drin das Wort Roman an und Poesie. Wenn man das Buch von A bis Z in einem Bogen liest, bekommt man auch eine Geschichte mit. Ich möchte gleich das erste Gedicht lesen, das das Motto bildet. C'est à l'envers des feuilles que monte ma voix, et c'est de l'envers des feuilles, intime de la nuit, que je vous envoie de mes nouvelles. Zur Rückseite des Blattes steigt meine Stimme, und von der Rückseite des Blattes, Vertrauteste der Nacht, schicke ich euch Nachricht. Aus dem ersten Teil. Un. Aux portes des racines, il était une fois une chambre où dormait, blanche et rousse, ma blessure dans un bourgeon. Am Tor der Wurzeln, da war einmal ein Zimmer, in welchem weiß und rot meine Wunde in einer Knospe schlief. Trois. Blanc garçon aux cheveux roux, ton corps tout entier sera plaie indélébile, aspiration à la trêve entre ciel et soir. Drei. Knabe, weiß mit rotem Haar, dein Leib wird ganz Wunde sein. Unauslöschlich, ganz Streben nach Stillung zwischen Himmelblau und Nacht. Peut-être ai-je été, à l'origine, une de ces étincelles que prennent au vol et portent à l'azur les mouettes. Est-ce leur faute si maintenant, lascives et loquaces, elles distraient sans cesse le recueillement du lac, car elles sentent toujours cette étoile brûlée de rousseur impérieuse et nue. Vielleicht war ich im Ursprung ein Blitzen, wie die Möwen es fangen im Flug und ins Blau hinauftragen. Ist es ihre Schuld, wenn sie jetzt lüstern und redselig rastlos die Andacht des Sees durchkreuzen, spüren sie doch noch immer den Stern, der da herrisch in nackter Röte glüht. Les lenteurs se nouent quand je suis peuplé d'absence. Il faut à la source un reflet de la blancheur natale et l'image est feu. Knoten schlingen sich langsam lang, wenn Leere mich bevölkert. Am Quell muss Glanz von erster Weiße sein. Und das Bild ist Feuer. Si je portais en moi l'encre et le pouvoir des lenteurs, je serais peut-être ce pigeonnier de mots dont parlait Argent Georges. Trüge ich Tinte und Macht des Langsamen in mir, so wäre ich vielleicht ein Taubenschlag von Worten.
wie einst Argent Georges. Sept. Dans le ciel, la lune n'est qu'un cil. Vient le silence allumer les ombres. Alors coule en moi la nuit et je renais à la source. Sieben. Am Himmel der Mond, eine Wimper. Dann entfacht Stille die Schatten. In mir die strömende Nacht, meine Neugeburt am Quell. Neuf. Ne retournez pas la pierre avec son mystère légué par la lune. Non, n'y touchez pas. L'œil-soleil m'affolerait. Je suis citoyen d'Anvers. Je suis le cloporte. Neun. Dreht den Stein nicht um mit seinem Geheimnis, das ihm vom Mond vermacht. Nein, rührt ihn nicht an. Das Sonnenaug erschreckte mich. Bin Bürger von Rückseits, bin doch die Assel. Jetzt aus dem zweiten Teil. 13. Le chant de l'horloge se mêle au chant des aiguilles. Mina, tricotant, est assise à la fenêtre, dans son regard, les saisons. 13. Das Ticken der Uhr mischt sich ins Nadelklicken. Mina sitzt strickend am Fenster, durch ihren Blick ziehen die Jahreszeiten. 14. Quand il commence à neiger, je me raccroche aux syllabes qui m'entraînent à travers un puits dans ce pays lent et merveillé où tous les chemins vont vers la maison de la mer. 14. Beginnt es zu schneien, klammere ich mich an die Silben, die mich durch einen Brunnen hinüberziehen in jenes verwunderte, leise Land, wo alle Wege zum Haus der Mutter führen. 15. Au déclin d'un jour d'hiver, à l'heure infinie entre 4 et 5, comme autrefois, être seul à la maison, assis devant la fenêtre, penché sur l'orange livre, avoir dans la peau le mal de ce pays où m'attendait le mage aux trois vœux, à quelques pas derrière un flocon de neige. Trois vœux, guérir des couleurs douloureuses de ma naissance, deviner les jardins de Bordeaux et leur lumière amie. 15. An einem sinkenden Wintertag in der unendlichen Stunde zwischen 4 und 5. Wie einst allein zu Hause vor dem Fenster sitzen, über das orange Buch gebeugt. Höre ich dem Heimweh nach jenem Land, wo ein paar Schritte weiter, hinter dem Flockenstern, der Magier mit den drei Wünschen auf mich wartet. Drei Wünsche, genesen von den schmerzlichen Farben meiner Geburt. Sie ahnen die Gärten von Bordeaux und die Freundschaft ihres Lichts. 16.
Ce matin de neige est si lointain qu'il rejoint le grenier à noix de mon enfance. J'ai soufflé le bougeoir du couchant. Viens l'empire du noir, je suis sa capitale. C'est dans un jardin de février que va se déployer ma dernière étincelle. Sechzehn. Dieser Morgen voll Schnee ist so fern, dass er an den Nussspeicher meiner Kindheit rührt. Ich habe das Abendrot gelöscht. Nun kommt das Reich der Schwärze und seine Hauptstadt bin ich. In einem Februargarten, da springt einst mein letzter Funke auf. Vingt-deux. Tout de noir vêtu, un parapluie d'homme lui servant d'ombrelle, Mademoiselle Lydia, elle, doyenne du village, lentement passe. Le menton sur la poitrine, attentive, dirait-on, au chuchotis du gravier gris, elle vient de passer dans la rue des Tourterelles. Zweiundzwanzig. Ganz in Schwarz, mit einem Herrenschirm als Schattenspender, geht Mademoiselle Lydia L., Dorfälteste, langsam vorbei, das Kinn auf der Brust, ganz aufmerksam, möchte man meinen, dem Getuschel lauschend im grauen Kies, ging sie eben durch die Rue des Tourterelles. Vingt-trois. Je monte au grenier de ma grand-mère, sur la pointe des pieds, à cause du sommeil des noix et des vieux meubles. En regardant autour de moi, je traverse à pas muets l'arcadie des odeurs, de la poussière surannée, et je m'arrête devant la fenêtre. Alors, les meubles viennent. L'un après l'autre, ils reprennent leur place contre les rideaux tendus aux poutres et le long des cordes à linge. Mère, je vous en conjure, laissez-moi vivre, je suis innocente. Non, tu m'as trahi, fille ingrate, et tu mérites la mort. La mère se retourne. La commode se mord les tiroirs. Couvercle soulevé, la malle étouffe un cri. Une balle retentit. La fille s'écroule dans le lointain, les noix claquent des coquilles, pendant que tombe le rideau. Dreiundzwanzig. Ich steige auf den Dachboden meiner Großmutter, auf Zehenspitzen, weil die Nüsse und die alten Möbel schlafen. Ich blicke mich um, gehe lautlos durch das Arkadien der verjährten Gerüche, des verjährten Staubs und stehe vor dem Fenster still. Und da kommen die Möbel. Eins nach dem anderen nehmen sie ihren Platz wieder ein vor den Vorhängen, die an Balken und Wäscheleinen hängen. Mutter, ich flehe dich an. Lass mich leben, mich trifft keine Schuld. Nein, du hast mich verraten, undankbares Kind, und du verdienst den Tod. Die Mutter wendet sich um, die Kommode beißt sich auf die Schubladen, der Schiffskoffer unterdrückt hochgehobenen Deckels einen Schrei, ein Schuss knallt, die Tochter bricht in der Ferne zusammen, die Nüsse klappern mit den Schalen, während der Vorhang fällt. Vingt-cinq, rue des Tourterelles. Un cheval, tirant une voiture, surgit au son des cloches et les enfants courent. Derrière les rubans frémissant dans la brise, des visages voilés, des têtes nues,
dans des crissements de gravillons crayeux. Les enfants, graves, les mains derrière le dos, se joignent à la queue du cortège et marchent, jusqu'à ce qu'une paume, doucement résolument, les repousse. Rue des Tourterelles. Ein Pferd zieht einen Wagen durchs Glockengeläut und die Kinder laufen. Hinter raschelnden Schleifen verschleierte Gesichter im Wind, unbedeckte Köpfe knirschen von kreidigem Splitt. Die Kinder in gravitätischem Ernst mit den Armen auf dem Rücken schließen sich dem Zug an, bis eine flache Hand sie entschieden sanft zurückstößt. September 28, 1988, à la mémoire de Walter Vogt. Avant que demain ne s'étreignent doucement l'ombre et le soleil pour se perdre l'une en l'autre, il s'en va. Pour lui, ce jour entre feuilles et mortes, peut-être n'est-il pas trêve et ravissement, mais une angoisse, un tourment. Il s'en va, nous abandonne nos selles qui dit « jamais plus ». Ah, si tu savais que même le silence et les miroirs de ta chambre en demeurent bouche-pée, la tête basse. Amant de la plus haute lumière, tu t'en es allé rejoindre l'envers du dernier matin de l'été. Zum Gedenken an Walter Vogt. Bevor sich morgen der Schatten und die Sonne ganz zart umfangen und eins im anderen verlieren, geht er. Für ihn ist der Tag zwischen Grün und Falb im Laub vielleicht nicht Stillung, auch nicht Entzücken, sondern vielmehr Angst und Qual. Er geht und überlässt uns dem Salz, das sagt, nie wieder. Wenn du nur wüsstest, dass selbst die Stille und die Spiegel in deinem Zimmer mit offenem Mund und gesenktem Kopf dastehen. Liebender höchsten Lichtes, du bist gegangen dorthin, wo die Rückseite des letzten Sommermorgens liegt. Stèle pour Argent Georges. Par une neige de miracle, il a quitté le pain et les lampes pour un jardin de pommes blondes, follettes de ses champs. Argent Georges a la plume d'ange, à l'encre d'aile, que l'absence de repose, j'épouserai ta voix. Celle qui disait, admire, et préserve dans la chambre du cœur le poète. Stele für Argent Georges. In einem Wunderschnee hat er Brot und Lampen verlassen. Er geht sich nun in einem Garten, wo blonde Äpfel irrlichtern nach seinem Gesang. Argent Georges, mit der Engelsfeder und Flügeltinte. Die Abwesenheit möge dir Ruhe sein. Ich nehme deine Stimme an, die da sagte, bewundere und bewahre in der Kammer des Herzens den Dichter. Nun der dritte Teil. Trente. Que rien ne m'épargne d'être vulnérable, d'être
fait pour recevoir. Nichts verschone mich je davor, verwundbar und empfänglich zu sein. 33. À travers la vitre du tram, hier, un beau visage. Ah, tant de visages qui ne m'auront pas croisé. Nos yeux se rencontrent, là où tout est promesse, aigu regret aussitôt. Et l'on se sourit, tandis que le tram, avec force grincement, s'ébranle et me laisse, aux fragrances des tilleuls, dans l'antichambre du rêve. 33. Durchs Fenster des Trams gestern ein schönes Gesicht. All die Gesichter, ach, und kein Weg, der mich kreuzt. Unsere Blicke treffen sich, alles Verheißung, Stich des Bedauerns zugleich. Man lächelt sich zu, während das Tram mit viel Quietschen anfährt und mich dem Duft der Linden überlässt, im Vorzimmer des Traums. 35. Une étoile, Vénus sans doute, coule son œil à travers le feuillage. Mais l'éternelle voyeuse, désirant voir de près ce qui se passe dans le jardin couvert de sa mante ténébreuse, se penche en avant. Trop se penche et tombe. Tombe et quelqu'un, exprès ou sans le remarquer, marche dessus. À l'aube, un balayeur ramasse parmi la poussière, les cailloux, les bouts de papier, un mégot. 35. Ein Stern, es muss Venus sein, blickt verstohlen durch Blätter und Geäst. Doch die ewige Voyeuse, die aus nächster Nähe sehen möchte, was sich da tut im Garten, den ihr Finstermantel bedeckt, beugt sich vor, beugt sich zu sehr und fällt. Fällt. Und jemand, absichtlich oder ohne es zu merken, tritt darauf. Im Morgengrauen kehrt ein Straßenfeger Staub, Steinchen, Papierfetzen zusammen und darin eine Kippe. 41. Rejeté longtemps, je suis admis. Tout à coup, blanc à la lumière. C'est au bord de la Garonne, un soir sous de vieux platanes. 41. Lange verstoßen, werde ich eingelassen, plötzlich weiß ins Licht. An der Garonne. Am Abend unter alten Platanen. 33. Mêlé l'or et l'ombre, un seul corps. Le crépuscule, c'est nous, mon amour. Ou deux signes face à face et qui sont bleus par absence. 33. Gold und Nacht vermischt, ein Leib nur. Die Dämmerung sind wir, Geliebter. Oder zwei Schwäne, Aug in Aug und abwesend im Blau. 42.
Bordeaux, 21 juin 94. Quittant la voûte de platane, le visage au ciel, je sors sur l'esplanade des quinconces, vaste, vide, toute poussière blonde. Ébloui, je ferme les yeux, souriant, me sachant admis, me sentant étreint par le soleil. Tout à coup, en cataracte, fond sur moi une lumière qui veut m'écraser, me réduire à un grain de poudre, me dissoudre pour m'aspirer dans ces ardents réacteurs. En courant, en tombant, en larmes, je me réfugie à Notre-Dame du Feuillage, sauvant, je ne sais pourquoi, ce corps couleur de cloporte que je dois appeler mien. Bordeaux, 21. Juni 94. Ich trete aus dem Gewölbe der Platanen, das Gesicht im Himmel, auf die Esplanade des Quinconces hinaus. Weitläufige Leere, nichts als blonder Staub. Geblendet schließe ich die Augen, lächle, weiß ich mich doch von der Sonne umfangen. Plötzlich stürzt wie eine Flut Licht über mich herein, das mich zermalmen, mich zu einem Mehlkorn zerreiben, mich auflösen will, um mich in seine glühenden Triebwerke einzusaugen. Ich suche laufend, stürzend, in Tränen aufgelöst, Zuflucht in Notre-Dame vom grünen Lau und rette, weiß nicht warum, diesen asselfarbenen Körper, den ich mein nennen muss. Und jetzt aus dem letzten Teil, ein Langgedicht. Juillet 1994, à l'ami mort. Le pas lent, mal assuré, tenant à peine debout, il m'accompagne à la porte. L'autre jour, au téléphone, le 27, c'est mon anniversaire, tu t'en souviens peut-être. Peut-être, mais tu penses que j'oublie le jour qui t'a vu naître. Et je serais tellement heureux si tu pouvais descendre à Bordeaux. 48 ans. Quelques mois de diarrhée. Je regarde le temps qui passe, assis sur un siège de toilette. Ont vidé ses tempes de leur chair, rendu pâle sa peau de brun très brune. Mon Dieu, pourquoi s'est-il fait tondre la tête? Et sous sa masse de moustache, jadis recourbée, elle recueillait les regards de la rue, bien plus rare maintenant, à la gauloise, il y a ses lèvres, minces, meurtries de vésicules, remuant des mots. À Bénarès, ou bien à la plage de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas? Mais oui, en face du phare de Cordouan, tu sais bien pourquoi. La plage, oui. Et nous deux, face au phare, face à la mer, rien que lui et moi, étendus sur le sable nain et nu, ouverts à la brise marine, et son corps si bien à l'aise que j'assume même mon corps, tout native blancheur et lancinant. Tu ferais ça pour moi? Il paraît qu'il y a même des urnes bleues. Il y a un tout petit rire dans sa voix et me reviennent les vers. Die Urne, dit le poète, ist ein Behälter. Uns hält nicht. Je promets de m'en charger. Ses lèvres alors s'étirent, esquissant un simulacre de sourire qui ne trouve pas le chemin des yeux. En quelques mois, le mal a renversé son âge. Je sens la vie s'échapper de moi comme un filet d'eau
d'un robinet mal fermé. À travers la fraîcheur tombale du couloir, il me conduit au pas de la porte que j'ouvre sur la chaleur verticale de l'après-midi de mai. Je serre contre moi son torse, voûté, les omoplates saillantes, le serre ni plus fort ni moins fort que d'habitude, puis l'on s'embrasse sur la joue, gauche, droite, gauche. Je sors sur le trottoir, happé par la lumière. Lui se tient à deux pas du seuil et sourit fauve. Je te tiens en courant, je t'écris, je t'appelle. Nous disons au revoir, bon courage, à bientôt. La porte peinte en bleu, fermée, définitivement. Juli 1994, dem toten Freund. Langsam, unsicheren Schrittes, die Beine tragen ihn kaum, begleitet er mich zur Tür. Letzthin am Telefon. Am 27. ist mein Geburtstag. Du erinnerst dich vielleicht. Vielleicht. Meinst du wirklich, ich vergesse den Tag, an dem du zur Welt kamst? Und ich würde mich so freuen, wenn du nach Bordeaux kommen könntest. 48 Jahre. Ein paar Monate Durchfall. Ich sitze auf einer Klobrille und schaue zu, wie die Zeit vergeht. Haben ihm die Schläfen ausgehöhlt, ihn ganz bleich gemacht, so dunkel, dunkelhäutig er doch ist. Mein Gott, warum hat er sich den Kopf kahl scheren lassen? Und unter dem buschigen Schnauzbart, den er früher hochgezwirbelt trug, auf der Straße zog er die Blicke an, und der, so viel dünner, jetzt herabhängt, sind seine Lippen schmal und von Bläschen wund und bewegen Worte. In Benares oder am Strand von Saint-Nicolas? Saint-Nicolas? Ja, Mensch, vor dem Leuchtturm von Gordouin, du weißt genau warum. Der Strand, ja, und wir beide vor dem Leuchtturm, vor dem Meer. Nur er und ich, ausgestreckt auf dem zwergkörnigen Sand und nackt, offen der Brise ausgesetzt und sein Körper so locker, unbefangen, dass ich sogar meinen Körper annehmen kann, ganz weiß und quälend von Geburt. Würdest du das für mich tun? Es soll sogar blaue Urnen geben. Ein winziges Lachen liegt in seiner Stimme und mir fallen die Verse ein. Die Urne, sagt der Dichter, ist ein Behälter. Uns hält er nicht. Ich verspreche, mich darum zu kümmern. Da verziehen sich seine Lippen zum Anschein eines Lächelns, das nicht den Weg zu den Augen findet. In ein paar Monaten hat die Krankheit sein Alter ins Gegenteil verkehrt. Ich spüre, das Leben tropft aus mir heraus wie Wasser aus einem undichten Hahn. Durch die Grabeskühle des Flurs bringt er mich zur Tür. Ich stoße sie auf. Draußen die senkrechte Hitze des Mainachmittags. Ich drücke ihn an mich, sein Oberkörper ganz krumm, die Schulterblätter treten hervor, drücke ihn weder stärker noch schwächer als sonst, dann küssen wir uns auf die Wange, links, rechts, links.
Ich trete aufs Trottoir, sogleich vom Licht verschluckt. Er steht 2 Schritte hinter der Schwelle, lächelt halb. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich schreibe dir. Ich rufe dich an. Wir sagen auf Wiedersehen. Mach's gut. Bis bald. Die blau gestrichene Tür zu. Endgültig. Lorsque je ferai mes débuts dans l'autre monde, rien, ne mettez rien, dit-il, ou bien vous mettrez, ici repose un poète. On voit, à travers les fenêtres, tomber quelques flocons, puis la neige d'un hiver mystérieux. Branches en bataille, un rosier blanc, car blanc est l'honneur de la mort, pousse en le petit jardin, masquant la croix en bois noir, où depuis longtemps, pluie et givre ont effacé ce jour de janvier, et jusqu'au nom d'Argent Georges, inscrits à la craie. Wenn ich mein Debüt gebe in der anderen Welt, nichts, schreibt einfach nichts, sagt ihr. Oder dann könnt ihr schreiben, hier ruht ein Dichter. Durch die Fenster sieht man ein paar Flocken fallen, dann den Schnee eines geheimnisvollen Winters. Wirre Äste, ein weißer Rosenstock, weiß ist des Todes Ehre, wächst in dem kleinen Garten, verdeckt das schwarze Holzkreuz, wo Regen und Reif den Januartag schon längst gelöscht haben, selbst den Namen Argent Georges, die Kreide der Inschrift. Cet après-midi, sous la lumière molle de mai, en flânant dans la ville qui m'a vu voir la nuit, j'ai pensé à ceux dont je suis sans nouvelles, à ceux de mes amis qui habitent la rosée des vents, cette terre déliée où ils ne font qu'un avec leur ombre. Heute Nachmittag im milden Mailicht der Stadt, die mich das Dunkel der Welt erblicken sah, dachte ich im Gehen an jene, von denen ich ohne Nachricht bin, an jene Freunde von mir, die im Tau der Winde wohnen, jener ungebundenen Erde, wo sie eins sind mit ihrem Schatten. J'ai revu la mer d'Aquitaine, mon amour, ta mère bien-aimée. Le voilà le phare au large du littoral. Comment ce jour d'arrière-été, oh combien lointain déjà. Mais était-ce bien ici? La plage aurait-elle à ce point changé de face? J'ai foulé le sable frais de février, portant dans mes bras le peu qui demeurait, aussi lourd que des momies d'immortels. Et qu'en revivant ton sourire, mon amour, j'ai le cœur léger, versé dans la vasque d'un vent vieux qui n'entendait plus. Zurück am Meer von Aquitanien, Liebster, das du so geliebt. Dort ist der Leuchtturm draußen vor der Küste. Wie an dem Spätsommertag, oh, wie weit liegt er schon zurück. Doch war es wirklich hier? Kann der Strand so anders sein?
Ich ging durch den frischen Februarsand, trug, was blieb, in meinen Armen. Wenig war es und schwer wie Immortellenmumien. Und dieses Wenige schüttete ich, dein Lächeln wieder vor Augen, liebster, leichten Herzens, in die Schale eines alten Windes, der nicht mehr hörte. Und jetzt das Letzte aus dem Buch. 57. Je ne dis plus le lac, charnier des étincelles, ni le cuivre des corps contre mon corps tout juste visible dans le jour. Plus aucun mot n'est dit de la rousseur qui ne peut être exorcisée. Oui, fini tout ça. Le signe ne porte plus. Mon amour est mort et je n'ai pas même eu de pleurs. Mon deuil n'avait que trop duré. Rien, pour personne et pour rien, je n'éprouve plus rien. Je meurs à moi-même. Kein Wort mehr vom See, dem Massengrab der Funken. Kein Wort mehr vom Kupfer, Körper an Körper mit meinem im Licht knapp noch sichtbaren Körper. Kein weiteres Wort mehr von der Röte, die man nicht austreiben kann. Tja, Schluss mit all dem. Der Schwan trägt nicht mehr. Er ist tot, mein Liebster, und ich habe nicht einmal geweint. Nur zu lange schon war ich in Trauer. Nichts. Für niemanden und nichts empfinde ich mehr was. Ich sterbe mir weg. Das wäre es mal fürs Erste gewesen aus dem Buch. Ich bin eigentlich schon an einem neuen Gedichtband. Ich habe so etwa 25 Gedichte. Ich habe mir gedacht, wir lesen zum Schluss noch zwei, sind unveröffentlicht, also oder drei. Der neue Band, der im Entstehen ist und der vielleicht in 3 Jahren abgeschlossen sein wird, heißt mal provisorisch Là pour me souvenir. In dem einen Gedicht, das ich am Anfang lesen möchte, taucht eine Figur auf, der wir schon begegnet sind im Gedichtband, nämlich Mina, diese alte Dame, die am Fenster strickt. Ich habe dieses erste Gedicht 1988 geschrieben und 10 Jahre später hat mich diese Mina noch einmal aufgesucht. Es hat sie wirklich gegeben, es war eine Nachbarin von uns, in einer ganz anderen Situation und es ist ein erzählendes Gedicht, ein narratives Gedicht. C'est un soir. La brise apporte la senteur des sureaux. Sur le banc, devant sa maison, Mina, modiste à la retraite, est assise, aspirant l'air à longs traits. Elle a les yeux clos. Elle a quitté son tricot et ses mains sont posées dans son tablier. Mina, Mina Hirt, ainsi son nom, aspire, un sourire aux lèvres que des rides mettent entre parenthèses. Un souvenir, qui sait, la visite. Mina courant dans sa robe d'été qui bouffe, elle a rendez-vous, c'est un soir. Et les sureaux transpirent à l'autre bout de sa vie. Combien rare était-il que Mina fut ailleurs qu'à sa fenêtre en saillie, au fond d'un grand jardin, occupé à coudre, à tricoter. Et par-dessus ses lunettes d'écaille, à longueur de décennies, elle avait guetté, derrière des rideaux retenus par embrasse, qui passait dans la rue.
Elle est morte. Voilà longtemps que Mina est morte et sa tombe a un lieu d'oubli. Et morte, elle est là, Mina Hirt, à sa fenêtre de toujours et me fait des signes de la main. Es ist an einem Abend. Die Brise bringt den Duft des Holunders heran. Auf der Bank vor ihrem Haus sitzt Mina, Modistin im Ruhestand, und saugt die Luft in langen Zügen ein. Ihre Augen sind geschlossen. Sie hat die Strickarbeit beiseite gelegt und ihre Hände ruhen in der Schürze. Mina. Mina Hirt, so ihr Name, saugt die Luft ein. Ein Lächeln auf den Lippen, von Falten in Klammern gesetzt. Eine Erinnerung, wer weiß, sucht sie auf. Mina läuft im Sommerkleid, das sich bauscht, zu einer Verabredung. Es ist an einem Abend. Und der Holunder schwitzt am anderen Ende ihres Lebens. Wie selten geschah es, dass Mina woanders war als an ihrem Erkerfenster hinten in einem großen Garten, mit Nähen beschäftigt, mit Stricken. Und über ihre Hornbrille hinweg hatte sie jahrzehntelang hinter seitlich gerafften Gardinen beobachtet, wer auf der Straße vorbeikam. Sie ist tot. Seit langem schon ist Mina tot. Und ihr Grab ein Ort des Vergessens. Und tot ist sie da, Mina Hirt, an dem immer gleichen Fenster und winkt mir zu. Jetzt noch eins. Es kommt da auch wieder der Estrich oder der Dachboden meiner Großmutter vor. Das ist überhaupt ein Ort, über den ich noch ein paar Sachen schreiben werde oder geschrieben habe. Eine kleine Szene hier. Au grenier de ma grand-mère, derrière une armoire entre deux mondes. Marguerite, mon amie, avait baissé sa culotte et remonté très haut sa jupe en bombant le ventre. Et je vois. Ah bon, me dis-je, c'est que ça? Sans mot, je me détourne. Je vais refuser d'en faire autant, quitte à rompre mon serment. Et Marguerite de me souffler. À chaque péché, tu sais, ton âme, elle prend un petit point noir. Ma maman l'a dit. Je la vois, mon âme. Un drap blanc qui flotte au gré du vent, entre ciel et Dieu. Quand même, il est moucheté. Mais de combien de petits points noirs? Elle est ce drap, là-bas sur la corde à linge, devant la fenêtre du grenier. Dans mon dos, un chuchotis d'étoffe. Auf dem Dachboden meiner Großmutter, hinter einem Schrank zwischen zwei Welten. Meine Freundin Margrit hatte ihren Schlüpfer hinunter und den Rock ganz nach oben gezogen, den Bauch vorgestreckt. Und ich sehe. Aha, sage ich mir, ist das alles? Ohne ein Wort wende ich mich ab. Ich weigere mich, das Gleiche zu tun, auch wenn ich meinen Schwur breche. Und Margrit flüstert mir zu, mit jeder Sünde, weißt du, bekommt deine Seele ein schwarzes Pünktchen, hat meine Mami gesagt. Ich sehe meine Seele, ein weißes Laken, das im Wind flattert zwischen Himmel und Gott. Und doch ist es gesprenkelt. Bloß mit wie viel schwarzen Pünktchen? Sie ist dieses Laken, da drüben auf der Wäscheleine vor dem Dachbodenfenster. Hinter mir flüstern von Stoff.
Und nun noch ganz zum Schluss ein Gedicht, das ich vor ein paar Tagen geschrieben habe. Es ist noch nicht einmal ganz fertig. Im Zug hierher habe ich noch zwei Verse geändert. Ich bin aber noch nicht sicher, ob das die endgültige letzte Version ist. Ich habe es auch nicht übersetzt. Ich gebe es jetzt einfach mal so auf Französisch. Assis dans mon canapé bleu. Devant moi, la petite table et les fauteuils en osier de ma mère. Au mur qui me fait glace, un dessin, une huile et deux collages de l'ami dans l'autre monde. Mon lieu de travail longé de livres, là-bas, pour mes jours comptés, tiendra l'armoire et le secrétaire d'un bois roux de Rosa, mon arrière-grand-tante. Et puis dans ma chambre, la table à coudre que... Bon, assez. Faire un café. Je me lève. Je respire. Et mon cœur bat. Je suis dans les meubles de mes morts. Vivant. Danke. Ja, also Gedicht habe ich nie ein deutsches Gedicht geschrieben. Es ist jetzt seit über 20 Jahren, also seit 21 Jahren. Und ich bin eigentlich zur Lyrik ganz am Schluss gekommen. Ich habe angefangen so mit 17, habe ich angefangen zu schreiben und habe angefangen mit Theaterstück. Also ich habe gedacht, ich werde mit 20 berühmter Dramatiker sein, oder? Und ich hatte ein Phaedra-Thema und das hat mich auch sehr fasziniert. Und dann habe ich angefangen, versucht, Erzählungen zu schreiben auf Deutsch. Das war alles auf Deutsch. Und irgendwann im 78 habe ich ein Theaterstück geschrieben, wo auch Familie drin vorgekommen ist. Und weil ich wusste, dass meine Mutter immer meine Manuskripte liest, habe ich gefunden, ich schreibe das jetzt mal auf Französisch, oder? Also wirklich der erste Reflex ist ein Schutz nach außen, oder? Um quasi eine Sprache haben, wo ich weiss, da kommt jetzt sicher niemand her. Und dann habe ich gemerkt, beim Schreiben, dass ich Sachen traue sagen und Sachen kann sagen, wo mich vielleicht auf Deutsch in der Muttersprache, in der Sprache der Mutter, vielleicht zu nahe gegangen wäre. Und dann habe ich, das ist ja so etwas 1977 oder so, und ab 78 habe ich dann eigentlich abwechselnd Deutsch und Französisch geschrieben. Ich habe zwischen Juli und Oktober habe ich einen Roman geschrieben auf Französisch, etwa 370 Seiten hat es gegeben. Aber es ist unpublizierbar, es ist also nur ein... Aber ich habe es durchgehalten, durchgezogen. Zur Lyrik bin ich eigentlich erst ganz am Schluss gekommen. Ich bin überzeugt gewesen, ich werde sicher Romancier und ich werde Dramatiker, aber sicher nicht Lyriker. Und irgendwann ist dann auch ein Gedicht gekommen, ein erstes Gedicht, eben im 78, aber auf Französisch. Und ich habe dann das einfach so nebenbei weitergeführt. Also eben, man hat natürlich seine Lehrjahr gehabt, wo man ich musste lernen, also was ist, wie tut man Vers aufbauen. Ich habe dann meinen Französischlehrer an der Kante Zarau, ist also mein ganz gestrenger Mentor gewesen und hat mir ganz genau gesagt, wie man, was erlaubt ist und was nicht. Und ich tue also heute noch ganz genau, wenn ich Vers schreibe, tue ich ganz genau alle Regeln befolgen. Also nicht immer, aber meistens. Oder? Ab und zu erlaube ich mir das Gedicht ganz frei, aber das ist also jeder die Ausnahme. Normalerweise bin ich ganz in ganz strengen Metern und das merkt man zwar überhaupt, wenn man es liest, aber das ist für mich die Zwänge, in diesen Zwängen fühle ich mich frei. Also ich, ja. Und
Die Gedichte sind dann einfach sind dann nach und nach entstanden. Ich habe dann 1979 einen Dichter kennengelernt in Paris, der Jacques Chiadet. Und er war dann so der, der mir einen grossen Teil von der Lyrik erschlossen hat. Und dann, die Erika Burkhardt, sie ist die zweite grosse Figur in meinem Leben, die mir auch wahnsinnig viel gebracht hat für die Lyrik. Und in den 80er Jahren, erst so etwa ab 82, sind die ersten Gedichte entstanden, die jetzt auch hier innen noch sind. Also sie sind zwar nicht datiert, aber ich weiss, das ist ein Gedicht aus 82 oder aus 83. Und es sind vielleicht innen noch die Gedichte, die ein bisschen verschlüsselter sind, also die nicht offen sind, also nicht die erzählenden Gedichte, die sind eigentlich erst aus den letzten so 10 Jahren. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass mein erstes Buch ein Gedichtband auf Französisch wäre. Ich habe gedacht, eben vielleicht ein Erzählband auf Deutsch oder ein Roman. Und dann ist halt das Ganze in Übersetzen gekommen, oder? Ich bin ja hauptberuflich Übersetzer und übersetze Buch und Buch und Buch. Und das mache ich auf Deutsch. Und jetzt ist einfach das Problem, dass ich nicht gleichzeitig kann übersetzen auf Deutsch und in dieser Sprache auch noch quasi meine eigene Welt weiterbauen, oder? Und darum ist mir eigentlich das Französische eine Welt, wo ich von mich unbelastet ist. Und dort kann ich mich ganz frei bewegen. Und das geht jetzt weiter. Also eben ein zweiter Band ist etwa bis zur Hälfte ist etwa da. Hast du, Markus, dein Französisch ist wie wenn es vorgeburtlich wäre? Vorgeburtlich? Ja, du bist einfach Französisch auf die Welt gekommen. Nein, ja, das stimmt. Es stimmt. Das erste Mal, wo ich Französisch rede, hast du schon das ganze Jahr Ostern mit Franzosen geredet? Ja, das sagen wir in Frankreich. Also wir hören zwar einen leger Akzent, aber das weiss nicht mehr genau, woher. Also wir können nicht sagen, der ist jetzt aus dem Süden oder aus dem Norden oder aus der Schweiz. Also es hat einfach ein petit quelque chose. Es muss natürlich schon, es ist natürlich schon eine Affinität zu dem Land und zu dieser Sprache. Das ist ganz klar. Und gerade vor ein paar Tagen, wo Ila und ich noch die Sachen übersetzt haben und durchgegangen sind, dann hat sie mir mal gesagt, das ist jetzt einfach eine französische Satzstruktur, das geht jetzt auf Deutsch einfach, das kann man so nicht, oder? Weil ich bin der meisten sehr, der eigentlich versucht, möglichst wortgetreu oder einen Satz, also syntaktisch etwas zu machen. Da haben wir tatsächlich etwas müssen einfach ein bisschen anders machen, oder? Und dann habe ich gedacht, ja mal einfach, wenn ich französische Gedichte schreibe, dann denke ich einfach in einer ganz anderen Struktur, in Satzstruktur, wieder auf Deutsch. Und wenn ich jetzt müsste deutsche Gedichte machen, müsste ich alles von null her, glaube ich, lernen. Also es ist ja ganz eine andere Tradition, oder? Das hat auch mit der Tradition zu tun. Und als ich eben 20 war und in Paris die Schriftsteller und Dichter aufgesucht habe, dann ist man natürlich auch noch formbar, oder? In die andere Richtung. Und wenn ich jetzt vielleicht gar nicht nach Frankreich wäre oder ganz andere Leute kennengelernt hätte in dieser Zeit, dann würde ich vielleicht auch anders schreiben. Also das weiß man ja nicht, oder? Wo die Einflüsse sind und was man dann aus diesen Einflüssen macht und ob aus diesen Einflüssen und dann auch etwas Eigenes entsteht. Also bis man dann eine eigene Stimme gefunden hat, das braucht halt schon lang. Also man tut sich ja gerne so ein bisschen vielleicht verbohren, weil man meint, man will genau das Bild und man will genau so einen Rhythmus und manchmal muss man das können loslassen und vielleicht nur einen Aspekt von diesem Bild nehmen und akzeptieren, dass der einen anderen Aspekt in ein Gedicht hineinkommt. Das ist immer so ein Prozess, wo ein schwieriger Übergang ist. Aber wo ich denke, dass er auch passieren muss, weil schliesslich muss ja die neue Sprache auch ihr Lebensrecht haben. Also und die Gedichte oder der Text, ich habe natürlich viel mehr Prosa übersetzt, eigentlich fast keine Gedichte, das muss dann aus seiner eigenen Substanz leben. Wichtig ist für dich, dass die Atmosphäre mitkommt. Ja, genau.
so Taura. Das ist ja überhaupt nicht übersetzen. Ob es ein Roman ist oder was immer das Wichtige ist. Man kann mal dort einen Schnitzer machen, man kann dort etwas falsch machen. Aber was wichtig ist, ist eben, dass die Stimmung überkommt, dass die Stimmung, dass das stimmt. Also gerade vor ein paar Tagen hatte ich mit der Yvette Skraken eine Lesung aus dem Buch da, aus La Punta. Und dann haben wir so abwechselnd vorgelesen, eine kurze Passage. Und einer hat mitgelesen, der Professor Lenschen, der das Centre de Traduction Littéraire in Lausanne führt. Und er hat nur eine Bemerkung gehabt. An einer bestimmten Stelle ist ein Mädchen am Strand und so in einer Entfernung von, man weiß nicht wie viel, ist ein Mann, der sie so anschaut. Oder? Und das ist das erste erotische Erlebnis, das hat. Und dann steht es nämlich, je me lève, also sie steht auf. Elle est debout face à lui. Und dann habe ich geschrieben, sie steht vor ihm. Und dann sagt er, ja, das sie gibt es eigentlich auf Deutsch zu noch vor ihm. Und er hat gesagt, ja, vielleicht mit dem Gesicht zu ihm, oder mit dem, da weiß man es auch nicht, aber jemand steht vor mir, da weiß man eigentlich im Deutsch auch nicht, wie genau, wie weit ist das vor, also der sitzt jetzt auch vor mir, oder, aber ich hätte vielleicht gesagt, wenn es ganz dicht vor ihm, oder, aber der hat schon etwas recht, der hat das schon gesagt, dann gesagt, ja, dass ich aber an und für sich in diesen Text sei das also ein winziges Detail, oder? Das Wichtige ist eben, dass das Ganze stimmt, oder? Als Stimmung, dass die Atmosphäre, die knisternde Atmosphäre von der Stelle zu überkommt, oder? Und natürlich würde ich jetzt, wenn er mir das sagt, würde ich jetzt wahrscheinlich übersetzen mit dem Gesicht zu ihm, oder so. Und nicht einfach nur vor ihm. Aber das ist ja das Problem, zum Beispiel, wenn man Übersetzungen überhaupt beurteilen will. Ja. Also, wenn man nachher so ein Detail nimmt, dann kann man sagen, warum hat er jetzt das so gemacht? Das stimmt doch nicht ganz genau und so. Und kann vielleicht eine Übersetzung eben doch Unrecht tun. Weil man muss ja ein Buch oder ein Gedicht nachher immer als Ganzes irgendwie wahrnehmen. Und dort das Ganze ist natürlich aus tausend so kleinen Details gemacht. Ich bin auch dafür, dass man die Details ganz genau, dass man mit denen ganz genau umgeht während dem Schaffen. Aber wenn eben dann an einem Ort im Fluss, wo sich ergibt, in dem natürlichen Sprachfluss, wo nachher ein Text überkommt, wenn dann so ein Detail dann nicht mehr so genau ist, ist das nicht entscheidend? Ja, wir haben ab und zu einfach etwas anderes machen. Also beispielsweise ein Gedicht, und ich mich mal erinnere, das wo wir gemacht haben, «Les lenteurs se nouent quand je suis peuplé d'absence». Oder? Das tut ein bisschen mit relativ abstrakten Sachen, also «la lenteur» und «la lenteur» und «absence», also Langsamkeit und Abwesenheit. Ja, gut. Und dann haben wir etwas ganz, also auf Deutsch haben wir es griffiger gemacht, oder? Also wir haben ja nicht die Langsamkeiten, knoten sich, wenn ich von Abwesenheit bevölkert bin, sondern... Seht ihr? Ja, oder? Das ist jetzt genau das. Genau das, oder? Wenn man das wörtlich übersetzt, das ist genau die Reaktion, das können wir nicht sagen. Das Französische kann mit so abstrakten Begriffen umgehen, wie wenn die eine Möglichkeit hätte, Subjekt zu sein. Für uns wird das völlig abgehoben. Nachher haben wir gemacht, Knoten schlingen sich langsam lang, wenn Leere mich bevölkert. Dann haben wir noch Alliterationen drin, wo im Französischen gar nicht drin sind. Also man darf nicht immer sagen, beim Übersetzen verliert man nur. Das stimmt überhaupt nicht. Beispielsweise das Gedicht, das fast mein Liebsten ist, das von der Mina, wo da sitzt und liest mit, das finde ich sogar auf Deutsch, das ist aber der reine Zufall, hat etwas, was das Französische nicht hat. Also, le chant de l'horloge se mêle au chant des aiguilles, Mina, tricotant, est assise à la fenêtre, dans son regard les saisons. Da geht es bei mir primär ums Bild.
dass das Bild von dieser Frau, die im Fenster sitzt, wie für ewig, wie einfach, und die Zeit, die Tick-Tick macht, und jetzt auf Deutsch. Das Ticken der Uhr mischt sich ins Nadelklicken. Mina sitzt strickend am Fenster. Durch ihren Blick ziehen die Jahreszeiten. Das ist aber sehr verschieden. Es ist eine Stimme. Drin, also ich finde, da drin kommt ja das kommt durch, Ticken, das Ticken, Klicken, das ich, Stricken, Blick. Das hat jetzt plötzlich, wie wenn man das Pendel von dieser Uhr würde hören. Und das ist im Original gar nicht drin, es ist auch gar nicht gewollt, sondern es geht nicht ums Bild. Und das Deutsch hat etwas belebt, noch zusätzlich. Also das Gedicht finde ich auf Deutsch, wenn man es jetzt mal von der Spannung her, oder interessanter als Original. Und wir haben noch etwas probiert, das muss ich jetzt auch noch sagen, weil meine Gedichte ganz so eben formstreng sind. Also es hat viel Tanka. Tanka haben eine ganz, bestehend aus 5 Silben, der erste Vers, der zweite Vers aus 7 Silben, der dritte aus 5 und dann noch 2x7. Jetzt, wenn man das einfach so übersetzt, oder, dann wird auf Deutsch vielleicht ein Vers 8 und der andere wird 10 und der andere wird noch 3. Dann ist das am Schluss kein Tanka mehr, sondern es ist einfach ein fünfversiges Gedicht. Und dann haben wir das auch probiert, die Form beizubehalten. Also, manchmal hätte man dann etwas müssen, mal etwas länger machen, irgendwie beim Genitiv noch ein E, damit es eine Silbe mehr gegeben hat. Oder manchmal hätte man dann ein Wort weglassen. Und wir haben es eigentlich geschafft. Also und das ist noch interessant, weil, wenn man sich etwas muss einfallen lassen muss, dann kommt man auf Lösungen, die einem beim Freien übersetzen eben einfach gar nicht, wo man gar nicht drauf kommt, da gibt man sich viel schneller zufrieden. Und das ist eben noch interessant mit den Zwängen, oder, wo man sich dann auferlegt. Viele Gedichte sind auf Italienisch übersetzt worden. Und das ist sehr, sehr schön. Aber das Italienisch ist einfach länger als Französisch, oder? Finito, fini, oder? Zum Beispiel. Und da werden alle Verse einfach länger. Da kann man gar nichts machen. Und da bleibt jetzt halt das Tanka, wird jetzt halt am Schluss kein Tanka mehr, sondern es bleibt jetzt halt einfach ein Gedicht mit 5 Vers. Man hört die erste doch auch ganz anders. Auf Italienisch? Mhm. Ja, aber es ist natürlich wieder sehr nah. Man kann dann quasi die Satzstrukturen kann man beibehalten. Also, die haben die gleichen Girondif und Gerundio und sie haben, man kann es manchmal eigentlich wörtlich übersetzen und es stimmt. Nicht immer, aber in 90% der Fälle kann man es ja so übernehmen, tel quel. Das ist noch schön, das kann man im Deutschen eben nicht. Aber das Deutsche ist wieder kürzer, die Wörter sind dann gleich alles in allem kürzer. Und darum ist es gegangen so. Und, ja. Wieso? Aus dem Japanischen, also ich muss jetzt sagen, ich muss eine Stierika zitieren, das Tanka kommt von ihr. Sie hat mir mal vor vielen Jahren einen Brief geschickt und darin waren 2 Gedichte gewesen. Und dann habe ich gedacht, seltsam, die sind also ich habe die Form nicht gekannt und dann hat sie mir dann erklärt, das ist also so, Form, also einfach 5-7-5-7-7. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Also mir ist ein Haiku eigentlich zu kurz. Ein Haiku, da kann man kaum etwas sagen und schon ist es fertig. Und das Tanka hat doch noch, man darf etwas mehr sagen, oder? Man kann noch etwas mehr sagen, man muss sich aber auch beschränken. Und dann bin ich eigentlich bei dieser Form geblieben und habe dann zum Teil Gedicht gemacht, wo dann immer die Form wieder kommt, 5-7-5-7-7 und dann zum Teil angehängt. Das sind also 3 Tanka untereinander, aber das merke ich dann gar nicht. Es ist eigentlich nur noch eine Hülse, die ich dann genommen habe, oder eine Hülle. Und jetzt bin ich ein bisschen zu einer anderen Versform gekommen. Es ist auch auf sich genau das Gleiche, es einfach erweitert um 2 Silben. Jetzt mache ich immer 7, 9, 7 und 9, 9. Also es gibt eine kleine epischere Breite. Es wird nicht immer die ganz kurzen Vers. Es ist auch eine übliche Disziplin. Ja, ja. Und wenn man aber merkt, man muss zwängen, ja, das Zwängen. Schluss.
Dann ist Schluss, ja. Das habe ich auch gemacht, das habe ich auch gemacht. Ja, genau. Ob es jetzt 10 oder 12 sind, oder 13, oder sobald, da muss man den ausbauen, genau. Weil es am besten sagt. Und dann ist die genaue Aussage, da muss man Gott sagen, das Wichtige, nicht das Formstück. Ja, ja. Also das habe ich da drinnen. Nein, ich habe dann zum Teil ganz strenge Formen und dann gibt es so Mischformen, wo es streng ist und plötzlich geht es über die Prosa und dann geht es wieder über die Vers. Und das mischt sich dann so. Oder beispielsweise das Gedicht, und ich lese zum Tod von Walter Vogt, das ist vor 11 Jahren, da habe ich gemeint, ich könnte es bei einem Tank haben, bei Law, also 57577. Und da habe ich einfach gemerkt, da ist viel mehr drin. Also der Tod hat mich so beschäftigt, dass es einfach viel mehr Stoff gekommen. Und dann habe ich wirklich am Schluss, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sind glaube ich, 2 Tanka untereinander. Und dann ist am Schluss sogar noch, es ist noch mehr gekommen, dann ist es überhaupt übergegangen in Prosa, also noch 4 Linien Prosa. Also dort habe ich zum ersten Mal die Form, die ganz strenge Form gesprengt und von dort her habe ich dann freier für mich können atmen, oder? Also das ist eine interessante Erfahrung gewesen.